Bäh. Yoshi! Hui! Moin Moin meine lieben Yoshis und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Mario Party 4 in Together mit dem guten Panzerkralle! Hallo! Ja, wir haben gerade den Klobürstenmann erstmal verprügelt, der ging uns gerade ganz schön auf die Nerven, der wollte uns unsere Schokolade klauen. Genau. Geht ja gar nicht, das ne? Das geht gar nicht, überhaupt nicht. Gar nicht. Und der wollte sogar das Casino ausrauben, gut, dass wir das verhindert haben. Gut. Hoffen wir mal, dass diese Runde jetzt besser läuft. Ja, dieser Part vor allem, der letzte Part bei mir, schaut auf meinem Kanal vorbei, abonniert mich. Nein, Spaß. Abonniert uns beide. Oder nur mich. Wir brauchen ihr habt das. Die Wahl. So, jetzt mal, was haben wir hier drin? Dadurch, dass er jetzt so viel Schleichwerbung macht, weiß ich, was ich tue. Den Depp weg. Depp weg. Den würde ich mir antun. Außer wenn ich du wäre. Ich trau dir nur nicht weiter, als ich dich sehe. Genau. Soweit ich nämlich weiß, hast du nämlich diesen blöden Kristall noch. Genau. Das heißt, du wirst dir leider jemand anderes suchen müssen. Du wirst jetzt runterfallen. Höre Tipps! Der PK hat... Ey, wer hat denn erlaubt, so eine Zahl zu würfeln? Tja, du das war Arschkeks! Nicht, ne? Tschüss, zurück zum Start, Drakey. Bye tschüss. Bye. Tschüss! Das war wohl nichts, ne? Tja, dumm gelaufen. Bäh, bäh. Schade, ich dachte, da ist jetzt doch mal so ein Block. Zwei Schritte vom Stern, ich glaub das nicht. Ah, geh nach unten. Da ist da eine Blühe. Und ich schlafe aber ins rote Feld vorhin. Hat er gar nicht verdient, der Kerl. I got it. Na, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Sterni, Sterni, du musst wandern. Alles klar. Also beim Grünen landen am besten, ne? Mhm. Oh, oh, oh. Tja, das wird zwar wahrscheinlich der teuerste Stern von allen. Oh, Glück gehabt. Ja, die wird ihn jetzt eh nicht kriegen, selbst wenn sie rüberkommt. Außer... ja, okay, gut. Bloß nicht so viel. Achso. Stimmt, sie darf ja dreimal. Den Maxi eingesetzt. Ja gut, das finde ich gut. Versteckte Box. Nee. Manchmal ist es ja so, dass die PC-Spieler dann... Jetzt geht's los, der Bitchfight ist wieder eröffnet. Noch eine Runde, Leute. Ja, wenn sie jetzt Glück hat und auf das Grüne geht, dann kann sie den Stern nicht einsammeln. Na, wollen wir mal hoffen, ne? Und sie würde hinkommen. Sie würde hinkommen, ja. Aber könnte ihn auch nicht einsetzen. Wenn es jetzt so blöd ist und dafür zahlt, also... Oh Gott. Aber... Oh, ist das dämlich! Also, es hätten die Spielregeln geändert. Naja. Tja, leider bist du zu groß. Das und sie holt sich natürlich noch einen Pilz. Nee, natürlich. Nee. So, jetzt ist sie harmlos. Und hat Geld verloren. Das ist ganz gut. Okay, tja, alle gegen mich. Genau, alle gegen Panzerkralle. Zeit, den Schweizer auszunehmen. Toll. Bei diesem Spiel... Da gewinne ich immer. Ja, warum? Weil die NPCs zu blöd sind. Okay, vielleicht verliere ich jetzt. Darum sage ich, ich gewinne nur, wenn ich will. Naja. Es gibt halt Spiele, da ist er besser als ich. Es gibt Spiele, da nehme ich ihn auseinander. Willst du mal Taucherlunge gegen mich spielen? Oh nein. Ja, hallo, wir haben Gleichstand abgeschlossen. Genau, das war ja Gleichstand. Genau, stimmt. Entschuldigung, ich habe nichts. Double Kill. Oh komm, verarsch mich. Geh weg. Ich mag dich nicht. Ella Bitch, Ella Bitch. Ne, 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 ne. Verpiss dich. Jetzt hattest du Glück. Geh weg. Ich mag dich nicht. Scheiße. Das. Es ist einfach immer zu einfach hier. Waluigi the Wiener. So ein Arschkeks. Waluigi the Wienerli. Der betrügt. Sag's euch, der betrügt. Der betrügt. Gecko-Codes und so, ne? Sicher. 100 die Gecko-Codes. So ein Cheater. Es ist ein Gecko-Code, aktiviert tatsächlich, der für die 60 Frames verantwortlich ist. Oh mein Gott. Nur dass ich's weiß, aber er hat keinen Einfluss, ist eine Zeile. Ja, ja. Was wird der PK würfeln? Eine 5! Zum Glück habe ich keinen Stern. Wenn ich ja schon die Möglichkeit habe, ne? Tja, der ist futsch.
geht nur ums Gewinnen. Es geht nur ums Gewinnen. Ja, schon klar. Und tschüss. Yeah! Du bist ja mal sicher, dass du nicht beklaut wirst. Ja. Sie zahlt sicher einen Haufen Batzen. Natürlich. Was? Nicht? Also. Ja, gut. Die weiß, dass sie es so bekommt. Naja. Okay. Doofes Huhn. Ja, ist halt so. Ja, die geht jetzt auch erstmal shoppen. Oh ja. Pass mal auf, die holt sich jetzt einen Geisterkristall, um einen Drache zu üben. Nee. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl, was meinen Depp-Weg betrifft. Und ich habe ein ungutes Gefühl für meine Kristallkugel. Das kann natürlich auch sein. Alle gegen Yoshi. Abor, Abor. Yeah. Na, ganz toll. Du weißt ja, wie gut ich in dem Spiel bin, ne? Ja, ja. Aber immerhin weiß ich jetzt, die Superbanane verleiht mir übermenschliche Kräfte. Ja, die sind schwer zu kontrollieren. Wird Zeit, Draken, die Alpha-Yoshi-Power auszupacken. Okay. Man hätte das Spiel sicher hacken können, dass ich dich schwarz machen könnte. Oh, das wäre cool. Schwarzes Yoshi, das wäre nice. Ich erkunde mich mal. So, erstmal will ich hier weg. Verpisst euch. Ihr dummen Trin. Verpiss dich. Haha, aufs Maul gegangen. Ja? Scheiße! Ich lass nicht nach. Daisy, geh weg. Nein. Das ist unglaublich. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Das Daisy. Waren Alpha-Yoshi-Skills, Leute! Du bist nur rumgestanden die letzten 20 Sekunden, das ist kein Skill. Doch klar, ich habe euch ausgetrickst, euch an der Nase herumgeführt habe ich. Ah, heilige Kaka-Kaka. Tja, Leute, so leicht kann das passieren. Ich komme dir aber Gesellschaft leisten, damit du nicht so allein bist. So, ich muss meine nächsten Schritte planen. Ich kann eh nichts machen. Naja, du hättest Daisy um ein bisschen Geld erleichtern können. Nein, ich vertraue mein Glück heute. Nur vor der den Stern holt, den beklaue ich einfach. Ich hoffe. Alter, dieser Lacker. Dieser Lacker. Aber das bedeutet, ich muss unbedingt im Minispiel gewinnen. Ach so ist das. Oder jemand schenkt mir Geld. Nö. Nee. So nett sind nicht mal wir zu dir. Und wenn ich nicht gewinne, dann bekomme ich den Stern halt nicht. Glaube ich mir später, wenn ich wieder 50 habe. Da muss man einfach aufpassen auf das Feld da. Ich weiß gar nicht, ist das zufällig? Hä, um was geht's jetzt da? Nee. Doch. Ich habe gedacht, jemand muss da draufstehen. Das wäre so ein Sticker wie beim einem Spiel da, beim 6 war das, oder 7. Wo du Stickers hinsetzen kannst. Nee, sie hat das Item ja nur getauscht jetzt. Ah, ist das ärgerlich, meine schöne Karte. Na gut, bei mir gibt's nichts zu. Sie ist jetzt unklaubar. Sie ist jetzt unbeklaubar. Nicht ganz, es muss ja nur einmal passiert sein. Oh, bitte nicht. Bestellung bitte! Das kommt jetzt, ob ich den Stern hole oder nicht. Bam, 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 bam. Ich und die Daisy-Troller. Wir haben schon nicht gut gespielt zusammen. Nee. Vielleicht kann ich ihr endlich verzeihen. Na. Ich kann mir das nicht alles merken. Wie will man das denn machen? Du, ich greife auch. Ich suche mir einen Punkt, merke ihn mir. Und den Rest mache ich random. Gut gemerkt.
Scheiße, das habe ich mir jetzt natürlich gerade nicht gemerkt. Na komm. Okay. Ja, ist doch scheiße. Okay. Tja. Tja, kein Stern für dich, mein Lieber. Es tut mir leid. Ehrlich. Ich glaube mir später dann. Ja. Solange ich einen Peach nicht bekomme, bin ich eigentlich zufrieden. Ich will jetzt überhaupt erstmal einen Stern haben. Wird langsam Zeit hier. Mir rennt die Zeit davon. Gehen wir mal eine Runde shoppen. Mach die Hundepfeife bitte. Nein, das kann ich ja gar nicht. Das bringt mir ja nichts. Ich riskiere mal mein Glück. Wie viel kostet der? 30. Nicht schlecht. Ja, fand ich auch. Jetzt könntest du dein Glück versuchen. Mit einer 20er. Ihn bestechen. Das mache ich jetzt auch. Und du hast eine 2 gewürfelt noch, oder? Ich glaube ja. Dann holst du dir den Stern und ich muss mir die Demütigung nicht ansehen. Und so ist mir auch recht, weißt du? Meins. Ich bin zwar jetzt fast pleite, aber ich bin wunschlos glücklich. Bevor es dich jemanden ärgern will, schubst du den Stern woanders hin. Genau. Wenn Piquet vielleicht einfällt, noch davon entfernt ist. Ja, gerade wenn Piquet sich einen Sternhund will, werde ich ihn sabotieren. Du musst ihn unbedingt in der nächsten Runde einsetzen. Wieso? Peach ist auf dieser Seite. Und Peach hat einen, ich kann bei Peach nichts klar, ich kann hier nicht den Sieg verhindern. Du könntest schon. Du weißt ja, ich brauche Geld, sorry. Dir ist klar, dass ich mir das wiederhole, oder? So und ein Dreck. Latsch. Und jetzt komme ich noch einen über. Hopp, hopp. Gib mir noch einen. Okay. Kann man vielleicht mal ein Mini-Mini-Pilz einstecken. Einsetzen. Was hat die jetzt wohl? Keine Ahnung, die wusste, dass sie falsch läuft und macht jetzt einen schneller weg. Komm. Ich wollte sagen, die liegt jetzt noch ein paar Schirme oder was? Siehst du, sie muss jetzt eine längere Runde laufen noch. Dann hat sie den Stern. Das wäre ja kein noch Sinn. Noch ist nichts entschieden. Ja, du kommst nicht, es kommt keiner von uns hin. Dann ist ja gut, dann kann er ja noch da bleiben, wo er ist. Schaumschläger. Wir haben das jetzt 100 Mal gehabt, das Spiel, oder? Ja, ich glaube schon. Und jetzt muss ich mal in der Mitte. Du darfst jetzt mal eine Runde keine schwimmen. Keine Ahnung, ich laufe ein bisschen rum und falle ins Wasser, ist doch egal, oder? Das musst du wissen. Ich könnte auch die Hexe auspacken. Los, ab ins Wasser mit dir. Runter! Oh, schade, ich dachte, du kippst. Du kannst ja nicht runterfahren, also kannst du immer bis voll durchdrücken, weißt du? Auf dem Rand laufen, musst nicht aufpassen. Achso. Ich dachte immer, du fällst da runter, wenn du zu weit gehst. Ich dachte es am Anfang auch, da habe ich es mal kurz probiert und gemerkt, ah, ich falle gar nicht runter. Na, immerhin. Gut, gut, fürs nächste Mal können wir das so aufschreiben. Nee, du bist in der falschen Runde. Wo ist denn der überhaupt? Ah, da ist er. Achso, Peach ist da. Die könnte ihn rein theoretisch knapp in der nächsten Runde holen. Mach mal einen Abgang. Und bei ihr kann ich nichts klauen, weißt du? Du. Ja, wir dürfen einfach die PCs nicht gewinnen lassen. Alles andere wäre egal, ob wir oder du oder ich gewinne. Das ist das Ziel. Stimmt. Bloß nicht gegen den NPC verlieren. Genau. Ja. Ja, ein bisschen besser. Sie kommt vielleicht in 2 Runden dahin. Du
Du könntest natürlich versuchen, dich zu schützen wieder. Mhm. Deswegen, und ich klaue dir dann den Stern sowieso. Ich riskiere es einfach. Hä? Ich riskiere es einfach. Genau. Ah, herrliche Musik hier im Casino. Hast du denn schon was gewonnen? Hast du den Jackpot schon geknackt? Nee. Leider nicht. Hm. Ob dich deine Glücksfee wohl verlassen hat? Oh. Wieso habe ich ein ungutes Gefühl in meiner Brieftasche? Ja, wenn du anders wegkommst als ich dann, hast du eh Glück. Die leuchtet hier runden und runden. Oh, sie muss natürlich hier jetzt versauen. So, versau es, versau es. Komm, Goomba, würfel eine 10, dann ist sie eher am Arsch. Komm, Goomba, mach einen 10er, komm. Okay, Peach, mach einfach, sei einfach schlecht. Oh, Gott sei Dank. Und tschüss. Okay, wir haben da etwas verhindern können. Tja, Peachy, das war's für dich. Und sie geht natürlich jetzt shoppen. Total! Naja. Wenn sie das nächste Minispiel gewinnt, eigentlich ein guter Zug. Die Betonung lag auf. Aber wir sind auch noch da. Mhm. Und können ihr ganz gehörig die Tour versauen. Wir können sogar gewinnen. Gut hochwürfeln. Paracubas, Paracubas, Oh, oh nee, Freischwimmer. Nicht dieses blöde Schwimmspiel, das ist scheiße. Gleichzeitig Brust, Abwesen drücken. Das wird aber angezeigt, oder? Mhm. Aber du musst aufpassen, dass du dich nicht überanstrengst. Wird aber auch, glaube ich, angezeigt, wie gesagt. Ich glaube, auch zuerst war es Brust. Ja, es ist zuerst Brust. Ich kann das nicht gleichzeitig drücken, ich kann es nicht. Okay. Das ist wie die Olympischen Spiele. Ja, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viel Energie verbraten. Schwimmen! Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh Gott, mir geht die Puste aus. Oh Leute, könnte das mein Sieg sein? Yes! Scheiße. Ich habe gehofft, dir geht die Puste aus. Du warst aber auch immer sehr knapp unten. Ja, ich habe es riskiert, natürlich. Na gut, es war auch risikoreich von mir gespielt. Das macht ja nichts. Hey! Nicht mehr der Letzte. Ja. Etwas. Jetzt kannst du ja deinen Kleber einsetzen. So, höret, höret. Wer... Ja, also, okay. Ich hab kein... Das ist mir egal. Komm. Komm, wähl mich. Gut, ist schon mal gut. So, bla bla bla, Platzierung, ja. Hey. Oh, ich darf am Rad drehen? Dreh aber bitte nicht am Rad. Sterne umsonst? Schade. Oh. Schade, schade, schade. Letzten 5 Runden, geil. Oh ja, gib mir die Zauberlampe. Oh, schade. Scheiße. Ja, was denn jetzt? Nee. Was? Lol. Das hätten die auch anschreiben können, ne? Ja. Naja, was soll's. Nein. Das bringt sollst du nicht. Bringt mir jetzt eh nichts. Vielleicht hast du Glück. Du musst nur auf Violett kommen, oder? Oder Pink ist das. Was? Du hast einen Nuller gemacht oder ein Sternending. Ach, ich darf auch noch entscheiden. Oh, ja, du. Wie nice. So. Du Lila. Pastelllila. Sterni! Ah, toll, die Troller, die holt mir den Stern. Nee. Kann sie ja gar nicht. Nee, außer ich lasse sie gewinnen im Minispiel. Hm? Ah nein, du bist ja, Ich bin vor ihr dran, Gott sei Dank! So.
habe ich. Lass die Finger von meinem Stern. Geht gefälligst auf die andere Seite. Ah, mein Glück ist hier irgendwie. Aber ich habe jetzt noch ein Problem. Ja. Ich muss jetzt innerhalb von den letzten 5 Runden 50 Münzen besorgen. Und das ganz schnell. Willst du meinen Stern ab? Der sucht Ärger hier, Leute. Der sucht richtig Ärger hier. Nee. Okay, da kommt niemand mehr hin. Doch, Peach. Noch 40 Münzen. Was hatten die wieder vor? Ich meine, ein zweiter Stern ist. Hätte ich sonst aufs Dach. Ich hätte aufs Dach bekommen. Glaub mir, das Geld hole ich mir noch. Ja, Leute, PK und ich, wir verzocken hier alles. PK knackt den Jackpot und euer Drake. Ja, Aber das war Glück mit den 50-50, also das hätte auch in die Hose gehen können. Das hätte wirklich in die Hose gehen können. Die Alte kommt zu uns, okay. Ja, super. Als ob wir ja nicht schon genug Probleme hätten mit ihr. Oh, warte mal, sie hat mich klein gemacht, ne? Oh, oh. Bowser! Denkst du, dass ich gerade denke? Soll ich versuchen, einfach alle abzudrängen oder soll ich safe spielen? Das musst du selber wissen. Ah, komm. Aber ich muss diese 10 Münzen. Komm her, Dumpftrollen rausschubsen. Ich brauche diese 10 Münzen. Okay, ich schupf die Trollen aus dem Halbmond raus. Na, schade. Troller, geh mal raus da. Das ist so schwer. Okay, dir mache ich nichts. Ne, wir wollen Trollen rausschieben spielen. Ihr blöden Kühe! Weg mit euch! Oh oh. Hui, letzte Sekunde! Matsch! Wow! Alter! Jetzt geht's um Skill entscheidet. Ja! So ein Arsch! So, das ist scheiße. Na, ich glaube, der Münzstern, der geht an dich, du. Nee. Also der Mini-Spielstern. Ja, das eher, aber der Münzstern geht an Daisy oder Peach. Daisy hat davon fast über 100. 3 Runden noch. Oh Gott, ich ahne Böses. Gott sei Dank. Das hab ich mir auch gerade gedacht. Wobei, wenn Daisy alles verloren hätte, wäre es natürlich nice. Willst du dich auf das Fragezeichen? Ich habe keine Chance mehr gegen deine Fragezeichen. Das stimmt, aber da kannst du mal Kohle einstreichen. Das war Luigi nicht über seine eigenen Füße stolpert, ne? Unglaublich. Oh oh. Und jetzt holt sie sich ihren Stern. Oh, man kann ihn nicht klauen. Genau, und wieder den Remix. Ja, die Spultaste des Emulators, ne? Ja, PK sollte Soundmixer werden, definitiv. Ja, vielleicht habe ich noch Glück und hol nochmal einen Stern. Na, meinst du? Mal gucken, wo der Stern überhaupt hingeht. Das ist eine gute Frage dann, ne? Wenn der Stern jetzt vor meinen Füßen landet, freue ich mich. Ja, klar. Natürlich, ist klar.
Die einzigen, die noch hinkommen können, sind die, die über das Fragezeichen gehen. Oder sie selbst. Und Daisy ist auch noch da. Oh, spannende Runde, Leute. Oh, spannende Runde. Aber ich glaube, ja doch, dass PK das Rennen machen wird. Dreiwurf? Basketball. Ah ja, oh nee. Wie war das jetzt nochmal? Springen und werfen aus. Genau. Kannst du gar nicht anders falsch machen. Eigentlich nicht. Nur daneben werfen. Da kenne ich halt den Trick, wenn du raufjumpst, ein bisschen warten, bis er wieder runterkommt, dann kannst du eigentlich jeden gelben holen. Mhm. Das habe ich gemacht. Nicht schlecht. So, mein Plan geht auf, langsam aber sicher. Ich muss nur in der letzten Runde einen Stern klauen können. Ist mir scheißegal von wem. Ich denke von Daisy. Und die könnte vielleicht noch ein Konkurrent werden. Schaffst es? Wird sich zeigen, ne? Oh, der wird das habe ich schon so gut wie verkackt. Oh, nee. Okay. Dankeschön. Zehner kommst du noch lieber. Geil. Oh, schade. Das wäre jetzt so schön gewesen. Das wäre jetzt so schön gewesen. Nochmal 15 Münzen gratis. Mein Plan geht nicht mehr auf, offiziell. Na, warte es ab. Man kann ja nie wissen. Zwei Runden hast du noch. Da kannst du noch alles retten. Wie sie da hinläuft. Alter. Das wird gefährlich. Das wird richtig gefährlich. Für dich vor allem. Vor allem für dich. So, nein, was spielen bitte nicht. Oh, das ist geil, das Spiel. Oh, wer ist zusammen? Hä? Wer ist zusammen? Ich glaube, wir beide mit den Trullen. Nein. Ja. Die verscheißen das doch wieder. Was wieder die Distanz nicht einschätzen können. Mhm. Da muss ja. Komm, du Troller, komm! So, let's go! Lass mich durch! Warum bist du so verschlossen? Du kannst eh nicht drüber springen, oder? Nee, kannst du nicht. Aber ich mach das einfach gerne zum Spaß. Ich will hier durch! Warum bist du so verschlossen? Was hab ich dir getan? Beim Computer muss er einfach warten, wenn er springt. Mhm. Alter, die Troller. Ja, ich sag ja. Die verkacken es ganz schnell, die beiden. Warte, ich spring da so drauf. Ja, das ist nicht immer gesagt bei den beiden. Jetzt kommt ja noch der Glückspart. Genau. Troller! Mann! Okay, die war's nicht. Ach, gefunden. Peach! Beeil dich! Ah, das ist eins meiner Lieblingsspiele hier in diesem Teil. Ja, jetzt haben wir verloren. Abwarten, vielleicht kannst du ja noch gut pumpen. Tja, versauer mal im Kerker. Nur weil die Troller nicht das Loch gefunden hat. Ich sprang schon rein. Und das ist schon traurig als Frau, ne? Die Röhren versauen immer den Skill. Tja. Vielleicht sollen wir in der nächsten Runde was anderes nehmen als die beiden Trollen oder was. Nee, nee, die bleiben. Die will ich besiegen, einfach immer und immer wieder. Stimmt. Die Frauen, unsere Feinde. Genau, diese. Natürlich an unsere weiblichen Zuschauer. Wir mögen euch natürlich. Nur diese beiden nicht. Genau, nur diese beiden mögen wir. Oh. Hui, Geld! Kannst du mir sicher etwas davon abgeben? Nö. Kauf dir selbst welches.
alles abgeräumt. Also den Stern hast du sicher. Den A-Stern. Vielleicht sogar den Hund, den Mensch-Stern, wer weiß. Könnte sein. Das wäre nice. Wird das Alpha Yoshi vielleicht doch noch alles rumreißen? Wird PK vielleicht doch am Ende nur auf dem zweiten Platz stehen? Das und vieles mehr seht ihr am Ende des Parts. Wer hat dir erlaubt, dir jetzt diesen Stern zu kaufen? Das weiß niemand. Vor allem, jetzt bin ich da endlich drüben und jetzt hat die blöde Kuh mir den Stern weggenommen. Nächste Runde gibt's Arschtritt für die. Ach nö, komm, du verarscht mich jetzt, oder? Ich bin aber auch nicht dead, ne? Doch. Oh nein. Okay. Bitte ziehe alles ab, ziehe alles ab, ziehe alles ab. Es reicht, Mini-Bowser, Gott sei Dank. Na? Das ist gut. Von jedem. Was? Alter, mein Plan ist am Arsch. Mein Superplan ist am Arsch. Ich habe die Kugel für nix gekauft. Naja, kannst du 5 Münzen klauen gehen. Ja, das könnte ich. Und da Daisy diejenige ist, die dich betrogen hat, glaube ich dir alles. Na gut, oder du klaust bei mir, je nachdem, ne? So, nicht zurück zum Absender, bitte. Schatzsuche im Team, das ist cool. Wenn es das Spiel ist, wofür ich es halte. Das war, glaube ich, das mit dem Labyrinth, oder? Ja, genau. Oh, ne. Genau. Oh. Blöckchen finden in der richtigen Farbe und dann zu deinem Teampartner kommen. Ich habe Übung gedrückt. Oh mein Gott. Weg mit der Übung. Wer braucht schon eine Übung? Ja, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich das machen, aber wegen gleich was drücken müssen. Okay. Das kannst du eh vergessen. So, wollen wir mal gucken. Nee, das will ich nicht. So, Troller! Oh, ich dachte, ihr hättet es geschafft. Nee, Daisy ist leider in die falsche Richtung gelaufen. Das tut weh. Naja, man kann ja nicht immer gewinnen. Naja, leider. Außerdem braucht BK ein kleines bisschen Taschengeld. Ja, kann ich ja nichts mehr damit anfangen. Sonst weint er mir nachher die Ohren voll. Letzte Runde. Höret, höret. Tja, meine Runde ist gelaufen. Ich wollte sagen, den Mini-Pilz würde ich jetzt nicht riskieren. Komm, ich klar noch ein bisschen Münzen. Genau. Daisy. Das sieht auch irgendwo. So. Geh weg! Yeah! Oh ja. Oho. Da hättest du mal mich genommen. Hättest du vielleicht noch den Mundstern sichern können. Oha, Troller will's wissen. Troller haut, Pichum. Noch einmal Bitchfight zwischen den beiden? Das wird doch nicht so, Mann. Ey, ist das? Ganz ehrlich, die guckt auch so teuflisch, ne? Wenn sie so groß ist. So. Tja, Mitsche Matsche. Peach hat eine Klatsche. Genau. Gott sei Dank, sie kann nicht nochmal zum Google gehen. Könnt ihr eh nur noch Münzen klauen. Sie will natürlich noch alles abstauben. Eigentlich könnte man sich so von der Plattform fegen, ne? Weg ist er. So, jetzt würfel eine 10 Gumball und schick die zum Anfang zurück. Das wird schwer. Ja, mit ihren Gecko-Cheats schafft sie es bestimmt. Nee, dieses Mal nicht. Tschüss! Das war nichts. Das war's für sie. Toll, er kriegt natürlich noch Kohle. Super!
Das letzte Spiel. So, was bekommen wir denn? Schneemann-Brigade. Das ist lustig, das Spiel. Oh. Das ist das mit dem, was ich denke, was ich denke. Weicht den Schneemännern aus. Oh yeah. Eisschlitten fahren. Das ist einfach. Einfach auf alles schauen. Wir präsentieren Drake und PK on Ice. On Ice. Mit Pioretten, wenn ich bitten darf, ne? Ding, 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 ding. Wie sieht das eigentlich? Ui, 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 ui. Ui. Ups. Bist gefrostet oder was? Du machst einfach Pirouetten. Ja, ich muss ja auch eine gute Show bieten, hallo? Unsere Zuschauer, so, jetzt geht's los. Genau, unsere Zuschauer haben schließlich viel Geld dafür bezahlt. Genau. Na, die wollen ja auch was geboten haben. So, jetzt wird's spannend. Oh, Speicher-Emulator. Jetzt wird's spannend. Das war nun die Ergebnisse. Zuerst sehen, wie viele Sterne jeder hat. Okay, ich bin noch gut dabei. Ja, ein bisschen. Nicht sehen, wie viele Münzen ihr habt. Pass auf, gleich kriege ich alle Bonussterne. Das wär's ja. Kommen wir jetzt zur Vergabe der Bonussterne. Jeder ausgewählte Spieler hätte einen Stern. Zuerst der Minispielstern. Wer hat die meisten Münzen in Minispielen gesammelt? Ah, schade. Schade, 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 schade. Ich hab jetzt gehofft, dass ich den kriege. Naja. Münzstern. Da geht dann einer der Trollen. Oh, und ich? Hat es gereicht mit 90? Ja. Meins, meins, meins. Gib das bloß her. Ja, in Fragezeit, da brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Du hast sogar noch die Trollers überholt. Geil. Geil. Nicer Dicer. Schade, dass es nur nicht gereicht hat, um dich noch vom Thron zu kriegen. Nee, nee. Aber ich bin zufrieden. Platz 2. Es hätte gereicht, hättest du den Minispiel noch bekommen. Mhm. Dann wäre es vorbei gewesen bei mir. Das wäre aber richtig ärgerlich gewesen, ne? Ich wollte eigentlich noch einen Stern von dir klauen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du es noch auf meinen Stern abgesehen hast, mein Lieber. Naja, aber mit dem zweiten Platz gebe ich mich auch zufrieden. I'm a Superstar zum zweiten Mal. I'm Luigi, number one. Nee, one. You are the party star. I am, yes. Let's go. Und wieder einmal dürfen natürlich die Statistiken nicht fehlen. Genau. Dann gucken wir mal. Da. Okay. Ja, das ist eindeutig. Ah, du hattest 101. Oh, Daisy hätte den fast gehabt. Mhm. Na, da hab ich wieder gewonnen. Ja, du bist der Einzige, der hinterher. Oh, gleich dreimal. Nice. Kein Bombenspiel dieses Mal. Schade. Stimmt, wir haben nicht eine einzige Bombenrunde heute gehabt, ne? Also zumindest in dem Partner. Ja, ihr Lieben. Und damit sind wir mit der nächsten Mario Party durch. Genau. Und das bedeutet? Im nächsten Part geht's wieder bei mir weiter. Richtig. Mit der nächsten Welt entweder Geisterwäldchen oder Hotel bauen. Strandurlaub, also sozusagen. Ich wäre für spookige Geschichten. Okay, wir gehen ins Spooky-Land. Ganz genau. Und damit sage ich, Leute, gebt uns fleißig einen Daumen hoch, kommentiert fleißig, konstruktive Kritik gerne her damit, klappt die Infobox auf für PKs Kanal, schaut auch bei ihm vorbei, lasst ihm ein Abo da, auch ein Like nicht zu vergessen. Genau. Und ja, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.